Häusliche Gewalt kann sämtliche Gewaltformen im familiären Kontext beinhalten. Das heißt, es kann sich um körperliche oder sexuelle Gewalt handeln. Das können Schläge sein, Tritte, Ohrfeigen oder auch, es kann sich aber auch um psychische oder verbale Gewalt handeln, wie Erniedrigungen, Beschimpfungen oder auch soziale Isolation. Und schließlich auch um wirtschaftliche Gewalt. Wenn eine Person beispielsweise finanziell eingeschränkt, kontrolliert oder auch abhängig gemacht wird. Le Parlement a statué tout récemment pour une modification du code pénal. Cette mise en œuvre du nouveau code pénal en matière sexuelle va permettre une nouvelle définition. Donc nous avons une définition non genrée. Désormais, ce sont autant les hommes que les femmes qui pourront être concernés par le viol. Es reicht nicht einfach irgendwie im Strafgesetz etwas zu ändern. Es braucht Prävention, es braucht Täterarbeit, es braucht genau gleich Anlaufstelle für Betroffene und für Opfer von sexualisierter Gewalt. Und damit wir das haben, braucht es Geld. C'est maintenant à un niveau sociétal que les changements doivent être faits, au niveau de la prévention, au niveau des stéréotypes favorisant la violence et les représentations de la masculinité notamment. Et donc ce n'est plus à un niveau individuel qu'il faut agir, mais bien dans un changement plus large. Wir möchten auch diese Situation verändern und planen eine Präventionskampagne. In dieser Kampagne möchten wir alle Menschen in der Schweiz ansprechen, auch Menschen, die die Landessprachen nicht so gut verstehen. Deshalb planen wir auch in verschiedenen Sprachen diese Kampagne auszustrahlen. Donc les violences sexualisées, je pense que c'est un enjeu primordial et très actuel qui nécessite vraiment qu'on s'y attarde. Et un axe devrait être mis particulièrement sur les jeunes, qui sont quand même l'avenir. Für uns als Polizei ist es wichtig, dass wir in den Schulen mit den Kindern und Jugendlichen über Fakten und Mythen sprechen. Für uns als Eltern ist es besonders wichtig, das Vertrauen aufzubauen, wenn unseren Kindern etwas passiert, dass sie zu uns kommen und mit uns darüber sprechen. Ja, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich die Intersektionalität beachtet. Also, dass man schaut, was hat sexualisierte Gewalt auch mit Sexismus zu tun, mit Misogynie zu tun, aber auch mit Rassismus, mit Queerfeindlichkeit, mit der Diskriminierung von dicken Menschen, von Transpersonen. Das wichtig ist auch, aus der dass es kein Tabuthema bleibt, sondern in den Köpfen ankommt und vor allem bekämpft wird. Ja, es wäre enorm wichtig, dass sich nicht nur Gewaltbetroffene, sondern eben auch gewaltausübende Personen frühzeitig Unterstützung holen. Im besten Falle sogar dann, bevor sie die Gewalt tatsächlich anwenden, aber vielleicht in Konfliktsituationen zu Gewalt neigen. Ziel wäre es, dass diese Personen Verantwortung für Handeln übernehmen und zukünftig keine Gewalt anwenden. Also bei der Opferberatungsstelle können sich alle gewaltbetroffenen Personen melden. Beratung ist kostenlos. Beratung kann auf Wunsch anonym geführt werden. Und sie ist auf jeden Fall immer sehr vertraulich. Der Verein Zwischenhalt ist eine private Initiative, die 3 Mannenhäuser betreibt in der Schweiz. Eins mit Standort im Kanton Bern, eins mit Standort in Luzern und eins in Zürich. Also die Männer, die sich bei uns melden, sei es telefonisch oder die auch bei uns im Haus betreut werden, sind fast ausschließlich, muss man sagen, von psychischer Gewalt betroffen und sehr selten von physischer Gewalt. Dieser Aktionsplan fokussiert sich auf 3 verschiedene Hauptthemen. Das ist einerseits die Sensibilisierung und Information der Bevölkerung. Das heißt, die Menschen sollen auf diese Themen aufmerksam gemacht und darüber aufgeklärt werden. Das ist andererseits die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen und ehrenamtlich Tätigen. Und schließlich als 3. Fokus die Prävention und Bekämpfung von sexueller Gewalt.